Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex und zur letzten Aufnahme der heutigen Aufnahmesession. Okay. Ah, da ist was versteckt. Kann man das wieder hacken? Das war nichts. Geht das jetzt wieder zum Hacken? Ich würde es gerne hacken können. Wahrscheinlich nicht, ne? Das war nichts. Ja, 1, 2, 3, 4 wird's echt nicht sein. Na gut, werden wir halt den Safe etwas später knacken. Vielleicht finden wir den Code an. Hacken können wir es, glaube ich, scheinbar nicht. Okay. Werden wir schon hinkriegen. Halt. Noch ein Setzer Brot, den nehmen wir auch mit. Wir sollen hier bei den Outlaws mit deren Wissenschaftler sprechen, der hier dieses Bäumchen zusammenschustert, aber ich finde den irgendwie nicht an. Ah, hier geht's weiter. Aha, das ist Konrad, da ist er ja schon. Gibt's noch was für uns zu mitnehmen? Eine Anleitung. Energiespeicher, starke Energiespeicher sogar. Hinsetzen beim Hocker, will ich nicht unbedingt noch. Was haben wir hier? Aha. Ich tue so gern Gegend anschauen, tut mir leid. Es ist so finster hier, boah. Ich glaube, das lasse ich mal. Vielleicht müssen wir später hier rauf. Ich tue viel zu viel Zeit verdrödeln, es tut mir leid. Also, Konrad. Servus. Und was hast du verbrochen, weswegen sie dich hier unten verknackt haben? Du denkst, ich bin ein Gefangener? Jeder hier ist ein Gefangener. Entweder weil er dazu gezwungen wird oder weil er nicht weiß, wohin er sonst gehen soll. Die Frage ist eher, bist du eine von den Zecken da oben oder nicht? Ich bin mein eigener Herr. Ja, das denken sie alle noch am Anfang. Egal, was willst du vom alten Konrad? Was genau machst du hier unten? Was ist deine Geschichte? Kennst du den gefangenen Kleriker? Oh, was ist deine Geschichte? Was ist deine Geschichte? Oh, eine sehr kurze. Die Zecken da oben überfielen einen Außenposten von uns Klerikern in Ignadon. Und ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich konnte dann meine blöde Fresse nicht halten und bums, sitze ich hier unten in der Tinte. Ja, schon mal einen Ausbruch gedacht? Schon mal einen Ausbruch gedacht? Was? Was? Hast du mal raus in die Wüste geguckt? Ohne Schutz. Und ganz allein würde ich dort keine 24 Stunden überleben. Also vergiss es. Was genau machst du hier unten? Was genau machst du hier unten? Der Duke lässt mich an seiner Höllenmaschine werkeln. Er will, dass ich eine Bombe für ihn baue. Eine wirklich große Bombe, wenn du verstehst, was ich meine. Tja, so ist das. Eigentlich bin ich Wissenschaftler, kein Mechaniker, aber... Der Duke will etwas Großes in die Luft jagen? Der Duke will etwas Großes in die Luft jagen? Hey, frag mich doch bloß nicht nach den Plänen dieses Irren. Das ist nicht gesund. Was schätzt du denn? Ich denke, er wird versuchen, damit Völkermord zu begehen. Er will eine Stadt vernichten? Eher ein ganzes Land, wenn du mich fragst. Welches Land will der Duke vernichten? Welches Land will der Duke vernichten? Tja, der König der Wüste hat so einige Gegenspieler. Such dir eins aus. Das Eisland? Das Land der Berserker? Tja, wenn du wüsstest, wer ihm am meisten auf die Nerven geht, dann hättest du deine Antwort. Hast du denn überhaupt schon mal mit ihm gesprochen? Ja. Tja, dann weißt du ja, wovon ich rede, was? Wie geht die Arbeit an der großen Bombe voran? Fangen wir zuerst das mit dem Kleriker. Kennst du den gefangenen Kleriker? Nein, oder ich habe sein Gesicht einfach nur vergessen. Alles, was es über ihn zu sagen gibt, ist, dass er noch nicht gedient hat, als ich noch zu Kalans Getreuen zählte.
Warum aber fragst du nach ihm? Ich will seine alte Einheit finden. Schön, schön, schön. Machen wir es kurz. Ich könnte mir denken, wo ihr Standort ist. Ich übertrage die Koordinaten in deinen Adjutor. Und bevor du mir anvertraust, was du mit dieser Information machst, behalt sie besser für dich. Ich will unter keinen Umständen wissen, was deine Beweggründe sind. Dingen, die mich nichts angehen, möchte ich aus dem Weg gehen. Okay. Wie geht's mit der Arbeit voran? Wie geht die Arbeit an der großen Bombe voran? Hey, der Big Bang ist fast fertig. Aber eben nur fast. In dieser Rumpelkammer hier fehlt es an... eigentlich an allem. Das ist auch der Grund, warum ich immer noch nicht fertig bin mit diesem Scheißding. Also, du siehst ja, ich hab zu tun. Der Duke sagt, ich soll dir Beine machen. Der Duke sagt, ich soll dir beim Bau des Big Bangs helfen. Was denn? Echt jetzt? Du armes Schwein. Tja, ich sag ja, hier sind wir alle Gefangene, auf die eine oder andere Weise. Okay, dann kannst du mir gleich mal ein paar Sachen besorgen, damit ich ja endlich vorankomme. Was brauchst du? Und du denkst, du kriegst das Ding dahin? Boah, wie gemein. Was brauchst du? Was brauchst du? Also, zuallererst benötige ich einen inversen Phaseninduktor. Und natürlich einen proprietären Edwards-Kondensator. Und wenn du schon mal dabei bist, hol mir noch eine konzentrische Kreuzankerspule. Sonst noch was? Bestimmt, aber fangen wir erstmal mit den Wichtigsten an. Ja, ist klar. Es wäre gut für uns beide, wenn du dich beeilst. Der Duke wird langsam ungemütlich. Er rechnete mit der Fertigstellung des Big Bang schon im letzten Monat. Mhm. Und du denkst, du kriegst das hin. Wo finde ich den ganzen Krempel, den du brauchst? Bis untere zuerst. Wo finde ich den ganzen Krempel, den du brauchst? Lass mal überlegen. Ich habe keine Ahnung. Das muss ich ja auch nicht. Es ist ja jetzt dein Job, nicht wahr? Danke. Hier, und, weißt du es jetzt, bah, 100 Splitterzahlen, hör auf, mich zu verarschen oder ich blöde die Fresse. Das kaufe ich dir nicht ab. Das kaufe ich dir nicht ab. Okay, okay, lass mich mal überlegen. Das ganze Zeug ist technischer Kram, den es auch schon vor dem großen Knall gab. Die Wüste ist voll von alten Maschinen, in denen diese Dinger verbaut gewesen sind. Such also in den Ruinen der alten Welt hier in der Wüste nach alten Maschinen. Aber pass dabei auf das ganze Insektoidenpack auf. Die scharen sich vornehmlich um alte Maschinen. Keine Ahnung, ob die das ausgelaufene Schmieröl saufen, oder? Wahr. Du denkst, du kriegst das Ding dahin? Und du denkst, du kriegst das Ding dahin? Hör mal, das Teil wird der Hammer, sag ich dir. Wart's mal ab, wenn du den Big Bang in Aktion siehst. Da wirst du Telleraugen kriegen, glaub mir. Wahrscheinlich sprengen sie sich selber in die Luft. Du glaubst wirklich, ich helfe einem Irren wie dir, eine große Bombe zu bauen? Du glaubst wirklich, ich helfe einem Irren wie dir, eine große Bombe zu bauen? Ach, komm schon. Lass uns das Ding doch erstmal zum Laufen bringen. Was wir dann damit anstellen, sehen wir dann, wenn es fertig ist. Juhu. Nur keine Panik. Ich spreng das Ding schon nicht einfach so. Vertrau mir, okay? Okay. Das ist ein Argument. Also mach schon. Besorg mir den Kram, den ich brauche. Sonst steigt uns der Duke aufs Dach. Das war jetzt gerade komisch. Interessant. Was war das gerade? Hat er eine Fähigkeit an uns eingesetzt? Oder war das... waren wir selber das? Komisch, komisch. Ich wollte nur schauen, ob da hinten was versteckt ist. Könnte ja sein, ne? Aber da ist nichts. Aber hier dafür ein Alex für uns. Und zwar ein reines noch dazu. Okay. Wir hauen hier mal ab. Halt, da lang. So. Glaube ich. Na, gute Nacht, sage ich mal. Das wird jetzt ganz schön anstrengend, glaube ich. Hier dürfen wir das Sachen finden. So, wir sind mal hier draußen. Ich hätte gleich schauen sollen. Hätten wir uns gleich wegboarden können.
Okay, das erste ist gar nicht weit weg. Wenn wir uns hier zum Fort teleportieren, wird das erste da sein. Dann können wir hier hinlaufen, uns hier hinporten, das noch abholen und dann können wir da zurück. Na gut, dann machen wir doch mal, oder? Auf geht's. Mal schauen. Boah, es ist ganz schön dunkel, ich hätte schlafen gehen sollen. Weißt was, das machen wir noch schnell. Ein Elixit. Servus. Wo gibt es hier einen Schlafplatz für uns? Nur ganz kurz. Weil es wird dunkel und das ist nicht so gesund für uns. Da liegen nur Hundis, ne? Ah, warte, hier. Ich glaube, da haben wir was. Jawohl, sehr gut. Also, bis zum nächsten Morgen, Pennen. Mach nicht so einen Lärm, da kann keiner pennen. Unfassbar. So, Fisch. Sehr gut. Ich habe mich verdrückt. Ich wollte mich nochmal hier rausporten, weil dann brauchen wir nicht laufen. Gut. Und die Richtung noch einschlagen. Bin ich da richtig? Ich glaube ungefähr. Schauen wir halt mal. Probieren wir mal den da oben. Laufen wir mal ein Stück. Wird schon schief gehen. Aha. Da vorne ist wieder ein Schakal. Das heißt, wir tun natürlich mal wieder speichern. Ist ja schon länger her, dass wir gespeichert haben. So. Also schön speichern. Und dann gehen wir den Schakal an. In der Hoffnung, dass wir ein Level Up vielleicht kriegen. Servus, du Mistviech. Au. Ich kümmere mich darum. Ja, bitte. Ich hoffe, er ist so stark wie Duras. Ich muss mal was essen. Ja, gleich mal 4 oder so. Oh. Oh ja, er ist aber nicht schwach. Der ist echt nicht schwach. Er wirkt stärker als Duras, mal auf den ersten Augenblick. Gefällt mir. Level Up war jetzt noch keines, ne? Oder habe ich es einfach übersehen? Na. Gut, dann weiter hier lang. Mhm. Richtung Konverter. Hoffentlich ist das nicht unser Ende. Ui. Bah. Aha. Das da unten schaut aber auch nicht sonderlich gesund aus. Viele von diesen komischen Spinnenviecher. Ich weiß, dass Spinnen nützliche Viecher sind, aber... Naja. Lass mal das. Da vorne haben wir ein anderes Viechlein. Ich tue wieder speichern, weil der Schakal ist ja echt gut gegangen, muss ich sagen. Also, gefällt mir. So. Ray, du bist dran. Wir brauchen Erfahrungspunkte. Ich würde ihn gerne mal treffen. Obwohl, Ray tut doch mal was. Ich hab schon gedacht gehabt, dass da nichts mehr wird heute. Und immer feste drauf. Alter. Alter. Wow. Okay, das war nicht so gut. Ray, mach es platt. Wow. Komm, Ray. Ich trau mich nicht. Wenn mich der jetzt einmal trifft, bin ich ihn. Jawohl, sehr gut. Sehr, sehr gut gemacht, Ray. Boah, ich schau schlecht aus. Ich werde wieder was essen.
gleich mal so 5-6 Sachen, das passt schon mal. Runter damit. Und natürlich auch gleich wieder speichern. Jedes Viech, das erlegt worden ist, ist für uns momentan Gold wert. Zwecks Erfahrung und auch die Items, die sie droppen. Okay. So. Dab, 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 dab. Genau richtig. Ungefähr. So, da lang. Was haben wir denn da unten? Ich glaube, das ist noch ein Aasfresser. Hallo. Ray, du darfst. Wow. Ray? Hättest du die Güte? Weißt was? Ich flieg mal da hoch. Verdammt, es kommt nach. Au. Ich helfe dir. Bitte, das wäre sehr nett. Das wollte ich nämlich erreichen, dass Ray endlich mal angreift. Wow. Ja, ja. Hier fall ich runter. Moment, was springt denn da? Eine Wache. Steck die Wache. Oh, cool. Weiß, was gut für dich ist. Rin! Rin, Rin! Super, die haben uns geholfen. Haben jetzt überhaupt Erfahrungspunkte bekommen? Ich weiß es gar nicht. Wo sind denn die unterwegs? Aha, der Händler geht da lang, okay. Interessant. Gut, wir haben eine andere Mission. Ich lasse mich da immer ablenken, tut mir leid. So, lauf, lauf, lauf. So. Aber cool designed ist das Ganze hier schon. Muss man echt sagen. Da vorne ist noch so einer. Das heißt, wir tun sofort speichern. Dass ich nicht immer dieselben Viecher nochmal klatschen muss, wenn ich verrecke. Was mir nie passieren tut. Ich will was essen, bitte. Hallo? Ich habe nichts mehr zum Essen, kann das sein? Yep. Ich habe alles weggefressen. Hurra! Na? Komm her, du komisches Viech. Ja, und zack. 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 Und zack. So, mein lieber Ray, du darfst. Wer hat gesessen? Zack. Zack. Die Viecher sind echt doof, ne? Also überhaupt nicht doof. Die suchen sich echt das schwächste Gruppenmitglied aus, das verhauen sie zuerst. Bravo, Ray. Nochmal. Wow. Zack. 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 Bravo, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich habe das ganze Fleisch verbraucht. Sachen gibt's, ey, furchtbar. Na gut. Weiter geht's. La li la la, kommen wir überhaupt näher? Muss ich mal schauen. Ey, wir sind vorbeigelaufen. Wo führt mich der Depp hin? Oder? Ich will dahin. Ach, das da eventuell, oder wie? Ich weiß gerade nicht. Moment, wo muss ich hin? Wo bin ich? Wir sind hier, ne? Ray. Fliegt da schon wieder so ein Alp-Dings? So, jetzt muss ich nochmal schauen. Stehen wir so richtig? Ich habe keine Ahnung. Das soll ja eigentlich die Richtung anzeigen, oder? Mir war schon an, dass ich da lang müsste. Das ist ja komisch. Das ist echt komisch. Oh, ein Schakal schon wieder. Ach Gottchen. Das heißt, speichern wieder mal. Oh, der Part ist zu Ende. Wisst ihr was, machen wir für heute Schluss. Im nächsten Part. Gehen wir das Viech an. Ich muss schauen, wo wir das Teil jetzt herkriegen. Das ist irgendwie voll komisch.
kenne mich da gerade nicht wirklich aus. Aber wir werden es schon anfinden. Wird schon werden. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!